Leute, heute die erste Folge von Schlemmerblock erleben. Und zwar haben wir uns heute ausgesucht, das Forcani, ich hoffe, das wird so ausgesprochen, in Darmstadt, das ist direkt am Bahnhof. Und ja, dann gehen wir jetzt mal dahin und gucken, ob das alles funktioniert. Platz haben wir gefunden. Jetzt muss man natürlich wieder einen Corona-Zettel ausfüllen und sowas. Die Speisekarte gibt es jetzt auf dem Klemmbrett. Einlaminiert, ich denke, die wird dann desinfiziert nach jedem. Und heute haben wir uns ausgesucht hier für Kaffee und Kuchen. Also zwei Kaffee, zwei Stück Kuchen zum Preis von einem. Natürlich kann man hier auch Frühstück und Mittagessen, auch mit dem Schlemmerblock, jeweils dann eingerichtet umsonst. Ja, dann warten wir jetzt mal, bis die Bedienung kommt, dass wir bestellen können. So sieht das Ganze hier aus. Da steht drauf zwei Heißgetränke und zwei Stück Kuchen zum Preis von einem. Und hier nochmal die Adresse, die Öffnungszeiten und der Abschnitt, den man dann der Bedienung geben muss. Das Ganze findet ihr in dem Schlemmerblock Heppenheim, Bensheim und Umgebung. Ja, jetzt sitzt man hier richtig schön hier draußen. Letztes Mal, wo wir gefrühstückt haben, saßen wir drin. Ist aber auch richtig schön gemacht. Ist so ein bisschen, ja, so auch altmodisch, aber also ich finde es wirklich sehr, sehr schön. Ist innen drin sehr groß. Ja, vielleicht, wenn Püff später mal auf Klo geht, kann er euch ja mal was zeigen. Jetzt sind wir mal gespannt, was es heute gibt, ne? Schlemmerblock mit Kaffee und Kuchen. Wir haben aktuell so ganz so cremig, ein bisschen stichfester, so ein sahniger Wackelpudding, okay, mit Vanillearoma und Waldbeersoße. Okay. Ich glaub, ja, das nehmen wir. Ja, nee, dann ja, machen wir das. Ja. Und ich würde ein Kaffee Latte. Ja. Ich auch. So, ich weiß nicht, ob ihr viel verstanden habt von der Bestellung, aber Kuchen gibt es momentan wegen Corona nicht. Die hat uns aber direkt eine Alternative angeboten, ein Panna Cotta mit Waldbeersoße dazu zum Kaffee. Ja, sehr, sehr nette Bedienung und dann warten wir mal, dass das kommt. Hier gibt es sogar weiße Schokolade. Diesen Abschnitt hier, den muss man dann der Bedienung geben. Man kann das auch, wenn man das möchte, ausfüllen, dass die wissen, wer da war. Wir haben jetzt gerade mal in der Karte geguckt, da ist das Panna Cotta mit Waldbeersoße, das kostet 4,90 €. Hier haben wir uns ja einen Kaffee Latte ausgesucht, der kostet 3 Euro, wo ist er? 3,40 Euro. Also wären das 9,30 Euro. Am Ende, wenn einer abgezogen wird komplett. Das sind wir dann, testen wir, ob das so stimmt. Kaffee kam jetzt an. Achtung, ich zeig mal, der ist wunderschön gemacht. Am Sonntag sind aber gezeltet. Auch das Panna Cotta kam. Mit, wie nennt man die, Physalis? Mhm. Sieht schön aus, ja, gell? Sehr schön. Eine Physalis dabei, das habe ich noch nie probiert. Mal probiert es jetzt mal. Oh, ist die sauer. Alle hat sehr gut geschmeckt. Wie ihr seht, ist leer und war wirklich lecker. Natürlich ist die Süße auch wieder dabei. Die darf ja nicht fehlen. Mal die Bedienung gerufen zum Bezahlen. Machen Sie 9. Dankeschön. Und ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag. Gleichfalls. Tschüss. Tschüss.
Wie ihr sicherlich gesehen habt, haben wir bezahlt. Ich zeige euch jetzt gerade mal die Rechnung. Und ich hatte mich natürlich zugunsten von denen verrechnet. Ich hatte 9,30 € gesagt, das hat aber nur 8,30 € gekostet. Also hat das mit dem Schlemmerblock alles funktioniert. Und ich zeige euch gerade mal die Rechnung. So, also, dann nochmal, jetzt laufen wir zurück zum Auto, ein kurzes Fazit. Also, Bedienung top, Location top, Essen top, Kaffee top. Also, kein Einwand, warum man hier nicht hergehen sollte. Was sagst du? Empfehlen, ne Schatz? Ja, in allen Richtungen einfach super.